Also, ich kann das wirklich empfehlen. Fangt im kleinen, im unmittelbaren, intimen Umfeld an. Wenn ihr davon überzeugt seid oder wenn ihr spürt, da ist wirklich was dran an dem ewigen Leben, dass ihr dieses als Grußformel wirklich beim Verabschieden verwendet. Und wenn es nur für einen Partner ist, ja, oder eben für die unmittelbare Familie. Das funktioniert. Ich kann das jetzt mittlerweile wirklich absolut bestätigen. Menschen, die mit dem sonst überhaupt nichts anfangen können, die übernehmen das. Und es ist aber nicht künstlich übernommen. Genau umgekehrt. Also wenn ich selber bei der Verabschiedung gar nicht dran denke, ja, das mit einer Leichtigkeit dem auch noch zu wünschen, ja, tschüss, alles Gute, ewiges Leben bei der Umarmung, dass der andere das verwendet und ausspricht von sich aus. Also, aber auch mit einer Leichtigkeit und das funktioniert. Probiert es aus. Kann ich nur einladen, probiert es aus. Fangt mit einer Leichtigkeit, mit einer Freude an, das den anderen zu wünschen. Und ihr werdet ganz Erstaunliches erleben über die Zeit. Okay.